Eigentlich sehr. Ich glaube, dass wir über weite Strecken des Spiels eigentlich ein super Spiel gemacht haben, sehr strukturiert. Was uns im Moment noch fehlt, sind einfach diese konstante 60 Minuten Eishockey durchzubringen. Ich glaube, dass wir einfach manchmal zu offensiv, zu viel spekuliert haben. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, über weite Strecken ein super Spiel von uns. Ist vielleicht das einzige Haar in der Suppe, wenn ich Ihnen sage, dass Sie 48 Torschüsse hatten, dass Sie nur 3 Tore erzielt haben? Ja gut, wenn es viel regnet, wird jeder mal nass, ne? So ist es, genau. Das ist eine beeindruckende Vorstellung gewesen, gerade auch im zweiten Drittel Ihrer Mannschaft. Jetzt ist Bremerhaven letztes Jahr Vizemeister geworden. Es gibt einen neuen Cheftrainer. Was sind die Ziele, die Sie sich in diesem Jahr gesetzt haben? Ich glaube, dass wir uns in der Mannschaft eigentlich wenig Druck machen. Wir wollen einfach von Spiel zu Spiel schauen. Natürlich, wenn man jedes Spiel gewinnt, wird es uns gelingen. Natürlich nicht. Aber ich glaube, dass wir einfach von Spiel zu Spiel schauen und am Ende schauen wir, was da rauskommt. Alles klar. Vielen Dank. Live bei Magenta Sport.